Mann. Aber ist ja nicht so schlimm, finde ich gut, weil ich mag ja lange Mods. Ich hoffe, das ist nicht diesmal so verflixt schwer, aber okay. Anderes Thema. Und zwar, ja, es geht darum, jetzt kommt der coole Name, ich habe es mir alles hier auf dem Zettel geschrieben. Alexander Zimlensky. Zimilensky oder so. Der hat Leukämie, will aber ein ganz normales Leben machen und ist halt Angestellter einer städtischen U-Bahn. Und ja, er hat eine Schwester und die Schwester tut ihn immer, habe ich schon gesagt, dass er Leukämie hat? Hab ich vergessen, Entschuldigung, er hat Leukämie. Und zwar, ja, und er will natürlich ein normales Leben haben, so. Deswegen, das passt jetzt eher besser zusammen. Habe ich mir schon hier einen Spickzettel gemacht, wisst ihr, und dann lese ich mich noch nicht mal richtig durch, Mensch, ey. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, er hat Leukämie und möchte ein ganz normales Leben haben. Und ja, hat eine Schwester, die tut ihr immer ihnen die Medikamente geben, direkt von Labor halt. Ja, und eines Tages stellt sie irgendein Problem fest wegen der Medikamente und möchte ihn irgendwie anrufen, aber kann ihn irgendwie auf dem Weg auf Arbeit nicht erreichen. Ja, und mehr steht nicht da. Ihr wisst, Freunde, ich schreibe die Story sowieso immer wieder in der Playlist-Beschreibung mit rein. Okay, und deswegen brauche ich gar nicht näher darauf eingehen. Ich glaube, mehr steht sowieso nicht da. Gut. Wir fangen direkt an, wa? Schöner Hintergrund. Neues Spiel. Ja, neues Spiel halt. Ach, da bin ich echt gespannt, Freunde. Wirklich, wirklich gespannt. Wieder ein 90% Mutter erwarte ich immer sehr viel von. Ja, kann ich gar nicht viel erzählen darüber. Bin, wie gesagt, wir werden sehen, wie es laufen wird und wie lange es sein wird. Ja, jetzt geht's los, Freunde. Ich habe das mal ein bisschen gekürzt, den Ladescreen. Das hat wieder ewig gedauert. Fast 2 Minuten lang. Ja, hier steht's nochmal genau das da, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Ihr müsst es euch nicht direkt durchlesen, wenn ihr mir den am Anfang zugehört habt. Au, oh, schicke Wohnung. Ja. Das ist Alex. Sieht ein bisschen komisch aus, der Bursche. Oh, seht ihr das, Freunde? Ich sehe da was mir viel mehr gefällt. Ich sehe ein Fadenkreuz. Oh, herrlich. Also das konnte ich überhaupt nicht ab. Also ich kann sowas nicht leiden. Es muss schon eine Wahl sein. Also Wahl haben. Was hat er denn hier für Haustiere? Spinnen? Sind das Spinnen, ja? Sieht aus. Oh, Alter, nicht nur eine. Was steht da? Ah, okay. Ja, ach so, close oben. Cool. Kann man hier alle Zettel lesen? Nee. Gut. Bin ich ja mal gespannt, wie dieses Spiel überhaupt aufgebaut ist, ob das er Die Tür ist verschlossen, du musst erst. Schlüssel. Cool. Mir fällt gerade ein, das ist Deutsch. Das war jetzt hier Deutsch zumindest. Das hier zwar nicht. Aha, naja, okay. Wo ist eine französische Mottes? So, ich brauche erstmal einen Schlüssel, um hier rauszukommen aus der Bude. Oh Mann. Den ihre. Ah! Wo hat er denn die Schlüssel an? Ist das eine geile Wohnung hier? Nicht schlecht. Voll so ein Glasdach. Naja, okay, da hätte ich vielleicht ein bisschen Angst. Mann, scheiß Stuhl, geh weg. Wartet, wartet. Kann ich ja. Ah, geht nicht, schade. Das ist die Homepage hier von denen wahrscheinlich. Ja, ich habe vergessen. Ah, hier sind die Schlüssel. Ich habe vergessen, vorher die Steuerung zu kontrollieren. Naja, okay. Mach ich zum nächsten Part, aber muss ich nochmal gucken, ob die Steuerung, ob da was fehlt und so. So. Cool gemacht, wartet mal. Hier ist noch ein. Nee, ist nichts, gut. Gut. Oh, cool, Mensch. Klingelt. Oh, schade.
Ah, ich bin irgendwie gespannt. Der Mod hier ist schon wieder... Ich bin immer, wie gesagt, Freunde, ich bin hochmotiviert am Anfang. Ich hoffe nur, er bleibt. Für mich schaut das hier schon ganz toll aus. Weiß nicht, der dort unten übelst Mucke erstmal. Oh! Nachladeruckler. Blaulicht da hinten. Naja, nicht unser Problem. Wir haben nichts gemacht. Oh, die sehen ja hier aus, ey. Oh, guck mal, der sieht irgendwie... Oh, hat der weiße Augen? Ihhh, ach, der guckt... Oh, oh, oh Mann. Statt nichts da und schade. Aber wie sehen die denn aus, Alter? Übel. Okay, wir gehen mal. Da ist unser Zombie. Oh, scheiße. Ach ja, herrlich. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Bevor wir hier weitergehen. Ne, hier geht's nicht weiter. Ah, er rennt weg. Warum rennst du auf einmal? Ah, ja, ich weiß. Er muss zur Arbeit. Da fährt der Zug gerade ein. Hier ist ein Spielplatz. Aber ich will mich immer hier erst umgucken. Ihr wisst ja, Freunde. Euch interessiert es doch sicherlich auch, nicht nur so durchzuwaschen. Das ist eigentlich auch blöde. Ihr wollt ja was vom Mod sehen, schätze ich mal. Oder falls euch das stört, dann müsst ihr es mir halt schreiben. Aber sonst eigentlich würde ich hier gerne mir das mal alles noch angucken. Aha. Ein komischer... Was? Aha. Guckt mal hier, eine Tasche. Da würden unsere Bullen aber hier die Macke kriegen. Die denken gleich, dass da eine Bombe versteckt oder so. Ha! Was mache ich? Ich mache doch gar nichts. Aha. Ich habe keine Taste gedrückt. Ich bin trotzdem weitergelaufen. So. Hier war doch irgendwo Blaulicht. Da, ja. Hey. Konnte ich hier nicht irgendwie reden mit irgendwelchen Personen? Nee? Schade, ich dachte. Hier ist mal ein Arbeits... Leave me. Just leave me on the fallen ground. Just leave me here. Okay, das nennt man irgendwie voll der Emo oder Grufti. Ist das geil, ey. Was ist denn hier los? Da möchte ich jetzt noch... Wartet mal, bevor ich da reingehe. Ah, gibt's so viele Wege. Das ist total lustig. Ich habe jetzt schon 3 Wege entdeckt, die ich noch gehen könnte. Move along, sir. There's nothing to see here. Gehen Sie bitte weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ja, das war klar, da brennt aber was. Ich will das sehen. Oh. Schluchz, lassen Sie mich in Ruhe. Miss, es ist vorbei. Alles wird gut. Mal vorher auch vorlesen sein war, Freunde. Hm. Okay. Voll der Unfall hier drinne passiert. Boah, übel. Kann ich hier auch lang? Hier haben sie gar nicht abgesperrt, die Idioten. Hier brennt sogar noch. Könnte ich auch noch vorbeigehen. Ist jetzt schon der... Ah, ne, gut. Ich muss hier noch nicht lang. Ich sag mit Absicht noch nicht, weil ich nicht weiß. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es hier später noch lang geht. So, warte mal. Wir gehen erstmal in die Grufti-Bar. Hier ist... Och, schade. Da war so dunkel. Ich hätte gedacht, da ist die Grufti-Bar gewesen. Und was ist hier? Hier geht's da auch rein. Pass auf, hier darf ich gar nicht rein. Hä? Als... Ach nee, da nicht. Das war... Hä? Was ist denn das für ein Arbeitsweg? Scheiße, ich wollte dann noch den anderen Weg kontrollieren. Naja, okay. Da ging's wahrscheinlich eh nicht weiter. Ja, in der Zeit, wie gesagt, ruft uns unsere Schwester an. Mist, nur der Anrufbeantworter. Alex, hier ist Rachel, deine Schwester. Bitte geh so schnell wie möglich zum Forschungslabor. Mit dem Mittel, das ich für deine Behandlung benutze, stimmt etwas nicht. Ich hoffe, du hörst diese Nachricht. Ha! Entschuldigung, ich habe gerade mit dem Stift rumgespielt. Das habt ihr bestimmt gehört. Naja. Okay. Uns hat jetzt die Schwester benachrichtigt, zumindest versucht. Und wir... Gucken mal, was passiert. Bin ich mal gespannt.
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was irgendwie mit dem Mittel nicht okay sein könnte. So, ich bin ja schon drinne. Mann, ich dachte, das ist ein Ladescreen oder so, weil das hier so dunkel war. Ein Trottel. Okay. Ist das jetzt die Ingame-Mucke oder? Okay. Hier ist die U-Bahn, schätze ich mal, oder? Hier sind wieder diese komischen Freaks. Sieht das so in Frankreich aus? Mann, Mann, Mann. Laufen die alle so rum? Ist das die U-Bahn? Nee. Aber echt sehr, sehr detailliert und schön gemacht, muss ich sagen. Findet ihr doch auch, oder, liebe Zuschauer? Also ich finde es wirklich sehr, sehr... Wow. Sehr, sehr gut gemacht hier. Bisher gefällt es mir echt gut. Ich finde es persönlich sogar texturmäßig und aufbaumäßig noch besser als 1187. Weil das ist hier verirrt, dann vorhin, das stockt hier gar nicht so extrem wie bei den anderen Mod. Naja, okay, sie haben jetzt komischerweise, nachdem ich das Spiel fertig habe, haben sie natürlich einen Patch rausgebracht. Blöd, oder? So, ich weiß, hier unten ist die U-Bahn. Ich will nur schnell was gucken. Was ist denn das für einer? Ey, sag mal was. Nicht. Okay, hier ist nichts. Keine Hondas mehr? Hm. So, okay, wir gehen mal in die U-Bahn. Ja, okay. Schön. Interessiert uns nicht so ganz so, aber wir gehen weiter. Ja, ja, ja. Ich sage wieder gerade nichts. Ja, Ladescreen und wir sind in der U-Bahn, gehen zur Arbeit und werden dann was bemerken. Schätze ich mal. So. Oh, geh zu den Arbeitsplatz, nimm die U-Bahn und steig an der Central Job Station. Hä? Okay. Ja, ich glaube, wir haben hier eh keine große Auswahl. Ich sehe hier gerade nur einen Zug und... Naja, okay. Guck mal, ich darf nur den hier gehen. Was ist denn das? Was ist denn das? die Skipte Transport-Gesellschaft wünscht Ihnen einen angenehmen Tag und dankt Ihnen für Ihr Vertrauen. Hey, Alex, bla bla. Ja, ich habe es jetzt falsch ausgesprochen, aber okay. Guck mal, Subway! Subway Corp! Naja. Willst du ein Ticket? Nein, dann geh weiter. Oh, wie unfreundlich, Alter! Bei uns in Deutschland würde man so rausgeschmissen werden. Übel. Voll mit Passwort geschützt. Die kleine Emily Woods wartet im dritten Stock auf ihre Eltern. Die kleine Emily Woods. Achso. Die Durchsage. Ah ja. Was ist denn das? Taste a real coffee. Das sieht ja auch krass aus. Ja, ja. Gehen wir mal weiter. Ich will mal hier erst abgucken. Nein, ich wollte gar nicht hier lang. Boulevard. Station Boulevard. Naja, okay. Pech gehabt, ich fahre jetzt einfach mal. So. Man sieht gar nichts. Doch, hier. Ach, da ist der, ich wollte gerade sagen, da ist der Fahrer tatsächlich sogar. Ja, ich war ein bisschen nass. Oh, wir sind schon da. Nee, das ist eigentlich nicht. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir aussteigen sollten. Okay, ist egal. Wir gucken mal kurz uns um. Da hätten wir auch noch einsteigen können. Also es ging tatsächlich auch in anderen Waggons. Nein! 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 Scheiße! Kacke! Mr. Zimleski wird im Sektor 3 erwartet. Es gibt ein Problem mit einem der Roxton-Generatoren. Ich wiederhole, ja bla bla. Möchten Sie ein Ticket kaufen? Nein, dann gehen Sie weiter. Wer sagt denn das zu mir gerade? Ach, hier unter mir ist wahrscheinlich der Ticketteller. Hier, ha, der quatscht mich schon von oben an.
Freunde, ich mach Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.